das sind 5 Sekunden. Alles klar, ich darf euch auch jetzt ich nochmal ganz herzlich begrüßen im Namen des SK Rapid. Auf vielfachen Wunsch begrüßen natürlich auch unseren Offensivspieler Marco Grün, heute das 3:0 erzielt und selbstverständlich wie immer unseren Trainer Didi Kübauer. Ich mache den Beginn mit dem Marco, damit er nachher wieder zum Regenerieren gehen kann und was man da jetzt so macht. Marco, sicher ein besonderes Spiel für dich gegen den Ex-Verein. Ein paar Worte von dir zum Tor natürlich, aber auch zum 3:0-Sieg. Ja, ich glaube, Ried hat mir damals die Chance gegeben, einfach im Profifußball Fuß zu fassen und ich glaube, für das bin ich dankbar, aber zum Spiel heute natürlich hat nur der Sieg für Rapid zählt und ich glaube, den haben wir auch schlussendlich souverän dann drüber gebracht mit einem 3:0. Danke, kurz und knackig und der Herr Hackl fragt immer die allererste Frage und wartet nie, bis das Mikrofon kommt und darum plappert immer rein und jetzt geht's bitte, Christian Hackl. Muss man sich da, das ist ja so übel, dass man gern Ex-Vereine jubelt, nicht groß, ja, muss man da irgendwie genau das irgendwie dran denken oder kann man diesen Automatismus wirklich abstellen? Es geht spüren so, ja, da geht es bei mir nicht so um einen Ex-Verein, also ich glaube, das ist ja der Unterschied, wenn es der erste Verein ist, für den du im Profifußball spielst und ich glaube, ja, also das ist halt, glaube ich, einfach so, dass man da nicht übertrieben jubelt und ja. Du, nur deine Anfangszeit, ich meine, es scheint so, du kommst immer besser rein im Rapid. Hast du dir das irgendwie so vorgestellt, dieses einfacher, als man glaubt, dieses eh schwierig, wie man glaubt, wie wenn du jetzt diese ersten Wochen da bilanzierst? Ja, also ich glaube, es ist teilweise hat sehr gut funktioniert schon und so kann es, glaube ich, weitergehen, aber ich glaube, wir wissen auch, dass wir uns stetig verbessern müssen. Wir haben jetzt nicht den optimalen Saisonstart gehabt, aber wie gesagt, es ist schwierig, wenn man eben so viele Spiele hat. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir es jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Dankeschön. Weitere Fragen an den Marco? Bitte, Alexander Huber, Kurier. So wie es das du im Frühjahr oft erlebt hast, war Ried sehr passiv und defensiv. Hast du zwischendurch schon befürchtet, dass das ein ganz zähes Geduldsspiel werden kann? Weil man erinnert sich vielleicht noch an das Yusuf Demir da in der 93. Minute, da hat das Ried ja fast ein bisschen offensiver angelegt als heute. Also heute hat wirklich in der ersten Hälfte ja nur verteidigt. Wie war da dein Gefühl oder war das irgendwie logisch, dass irgendwann dann einmal sowas ist wie dein Tor, dass der Ball in der richtigen Position im Strafraum auch runterfällt? Ja, ich glaube, sie haben es in den ersten 15-20 Minuten ganz gut gemacht. Ich glaube, sie haben vielleicht uns ein bisschen mehr überrascht, dass sie halt doch vorne draufgekommen sind. Aber ich glaube, wir haben es dann relativ gut gemacht und natürlich ist halt mit Vortor das Spiel, haben wir sie dann immer mehr eingespielt und natürlich ist dann das Tor wichtig, das haben wir vor der Pause erzielt und dann haben wir das zweite nachgelegt und glaube ich war die Partie eigentlich gegessen. Nur eine Frage zur linken Seite. Generell wirkt so, als würde der Max Ullmann jetzt wieder richtig in Form kommen. Seid ihr schon auf 100%, so wie man sie gegenseitig kennt, oder gibt es noch gewisse Laufwege, die einfach erst mit der Zeit noch besser werden? Ja, natürlich. Also ich glaube, wenn man Neuwohl dazukommt, braucht man seine Zeit, dass man sich mit den Spielern sozusagen blind versteht. Aber ich glaube, natürlich wird es von Spiel zu Spiel besser und ja, wir arbeiten daran, dass es noch besser wird. Dankeschön. Eine abschließende Frage an den Marco. Ich nehme an vom Kollegen Meyerhofer von der Kronenzeitung. Marco, ja, 3:0 gewonnen. Was heißt das jetzt für das Europacup-Spiel? Natürlich nicht das Schlechteste, wenn man mit nur so einem Boost oder mit so einer Brust dorthin fährt. Ja, also ich glaube, für den Kopf ist unheimlich wichtig, dass wir das Spiel heute gewonnen haben, aber wir wissen natürlich, dass Luhansk natürlich sehr, sehr große Qualität hat. Ich glaube, das haben wir im Hinspiel gesehen, dass die natürlich auch andere Tore hätten machen können, aber ja, wie gesagt, wir werden das Rückspiel sicher so anlegen, dass wir selber wieder vielleicht das eine oder andere Tor schießen und hinten gut stehen, dass wir halt die Null halten. Dankeschön, dann Marco, vielen Dank. Gerne eingeladen zu bleiben, aber wahrscheinlich hast du was Besseres vor. Dann ja. Dankeschön. Ja, Gratulation nochmal auch dem Rapid-Trainer. Das vierte 3:0 zu Hause in einem Pflichtspiel hintereinander ist eine Premiere seit der Eröffnung dieses Stadions. Auch was Besonderes. Ich nehme an, heute sehr zufrieden. Bitte eine kurze Analyse. Die Kollegen haben ja die TV-Interviews noch nicht gehört. Ja gut, eigentlich der Grund, sehr viel das schon gesagt. Ich denke, dass man heute ein sehr wichtiges Spiel für uns gehabt, um ich will gar nicht wissen,
was passiert wäre oder was wieder gekommen wäre, wenn wir vielleicht das Spiel nicht gewonnen hätten. Und die Jungs haben das heute sehr gut gemacht, also haben sehr gut verteidigt, haben wirklich, glaube ich, in 1 Minuten keine Chance vom Gegner zu lassen, haben nach vorn auch passabel gespielt und natürlich ist so, die Belastung war sehr hoch und trotzdem haben sie das Spiel dann drüber gebracht, dass man noch besser spielen ist, klar, aber ich denke, in Anbetracht dessen mit dem gesamten Konstrukt, was da im Moment jetzt bei uns ist, war es für mich eine gute Leistung und das 3-0 wieder zu 0 ist vierte Mal in Serie und das erste Mal, was ich gehört habe, ist schön für uns, aber es gibt die 3 Punkte und das war das Entscheidende für uns heute. Danke und darf den Herrn Hackl wieder um die erste Frage bitten. Ja, bitte, Mikrofon ist unterwegs. Das vierte 3-0, gibt es da einen Zufall, glaubst du das? Oder das ist ja kein Zufall. Und eine zweite Frage, glaubst du, das war sehr berührend für mich, wir haben sehr lange gehabt, die Rudi Edlinger, das sind eine Trauerminute, das waren 2 Minuten applaudiert wurde. Glaubst du, hat das irgendwie auch einen Einfluss auf die Leistung gehabt? Ich weiß nicht, ich will da nicht viel reininterpretieren, aber es war nach 50 Sekunden gleich eine große Torchance. Ich will da nicht viel reininterpretieren, aber ich frage dich. Also es ist schon so, dass wir heute für den Rudi Edlinger gespielt haben, ist meine persönliche Meinung. Ich habe leider nicht mit ihm gespielt oder trainiert und das war schon, der Mann hat schon vor dem Spiel gesagt, wir spielen für uns natürlich, aber heute war das schon so gedacht, dass wir in Rudi Edlinger auch noch ein schönes Geschenk machen, wenn man von Geschenk sprechen kann. Und jeder Einzelne hat wirklich versucht, dieses Geschenk zu mitgehen, aber wichtiger war, dass die Jungs eigentlich es wirklich gut durchzukommen. 3-0, wenn es diese Häufung der 3-0, wirst du? Ja, das sind Zufälle. Ich denke, ich glaube, wir werden uns gegen ein 4 auch nicht streuen oder gegen ein 2-0. Ich denke, wenn wir vor dem Spiel wir machen das 3-0, wir gewinnen 3-0, dann hätten wir es nicht genommen. Aber die Art und Weise war für mich in Ordnung. Und das ist, glaube ich, das, was mir wichtiger ist. Dankeschön. Bitte, Chris. Alex Oberbrücher, sagen. Es hat doch eine Chance gegeben, das war eine Doppelchance, wo der Richard Schlieben zweimal gut pariert hat und dann ist offensichtlich was mit der Schulter passiert. Kannst du schon sagen, ist es heikel, kann man es noch gar nicht sagen oder war es eher eine Vorsichtsmaßnahme? Er hat schon was verspürt, aber ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wie groß das Problem ist. Er sagt, er geht davon aus, dass es nicht ein großes Problem ist, aber es hat ihm gehindert daran, wenn er sich schmeißt und er war dann auch, war auch clever genug, dass er rausgeht und der Ball hat es dann viermal ganz gut gemacht. Ist es die Schulter oder wo ist der Schmerz? Du weißt ganz genau, das ist nicht so wer, wobei beim Tor ist es wurscht, glaube ich. Also, da wird es im Schulterbereich liegen, ja. Im Oberkörperbereich. Oberkörperbereich, ja. Bitte Christian Neuhofer, Kronenzeitung. Maxi ist in der Pause draußen geblieben, was war da der Grund? Ja, wir hatten Kreislaufprobleme gehabt und ihm war es sehr schlecht. Und ich habe gesagt, kannst du noch? Und er hat ihm gesagt, nein, also er fühlt sich nicht mehr wohl. Und Kevin ist reingekommen und hat es auch gut gemacht. Aber ist halt in Anbetracht dessen, dass eben sehr viele Spiele in den letzten Wochen waren. Und ist jetzt so gewesen. Und zum Glück hat der Kevin es gut gemacht. Und ich hoffe, dass der Maxi am Donnerstag wieder dabei sein kann. Auch an dich die Frage, ja, so ein Sieg, was kann das jetzt für Luhansk noch bedeuten oder was spürst du da in der Mannschaft? Also so, natürlich ist es weiter schöner, wenn du jetzt mit einem Trainer hinfährst, aber das ist schon ein komplett anderes Spiel. Also ich denke, dass Luhansk, ohne dass ich jetzt Ritter schlecht reden will, dass da schon eine andere Qualität dahinter steckt. Also ich denke, die Offensive hat schon deutlich gezeigt von Luhansk, dass sie immer für Tor gut sind und wir brauchen da eine konzentrierte Leistung von jedem einzelnen Spieler. Aber es wäre halt nicht schön gewesen, wenn man mit einer Niederlage hingefahren waren oder mit einem schlechten Spiel. So ist heute eigentlich alles aufgegangen, wie wir es uns gewünscht haben. Und so waren wir optimistisch noch Luhansk. Bitte, Christian Hackl. Ist jetzt eigentlich die Phase da, der ist schon länger, dass man eigentlich gar nicht mehr trainieren kann, sondern nur regenerieren. Ich meine, am Sonntag kommt ja das Derby auch schon, die Austria soll heute sehr gut gespielt haben beim 2-2 Sturm. Ist eine logische Erklärung, wenn ich da jetzt sage, wenn du jetzt in 35 Tagen 11 Spiel hast, dann wirst du wahrscheinlich wenig trainieren können. Es sei denn, du bist da ein Schleifer. Ja? Oder du hast von Fußball keine Ahnung. Und ich denke doch, dass wir im Trainerteam schon Ahnung haben und wissen, was mit den Spielern zu tun ist. Und das ist im Moment sehr viel Regeneration natürlich.
Wunderbar. Alles soweit beantwortet. Dann wünschen wir noch einen schönen Restsonntag. Trainer, eine herzliche Gratulation. Danke. Danke.